Hallo und schön, dass ihr wieder da seid bei meinem Blog Redaktion 42. In einem Bücherschrank bei uns im Dorf entdeckte ich die Autobiografie von Uschi Obermeier. Und nachdem ich damals das Buch kaufen wollte, als es erschienen ist und es vergessen hatte, nahm ich jetzt das Taschenbuch hier gerne mit. Nun, innerhalb eines Tages hatte ich dieses Büchlein gelesen und es war gut, dass ich es mir nicht gekauft hatte. Denn große Literatur ist das sicherlich nicht. Uschi, du kannst viel, aber sicherlich nicht schreiben. Da half Co-Autor Olaf Krämer ziemlich viel mit und dennoch, der Stil gefällt mir nicht. Ich bin mir aber sicher, die Klatschkolumnisten hatten sich auf dieses Buch damals gestürzt. Obermeiers Bekenntnisse, mit wem sie alles im Bett war. Und das ist ein Who is Who der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das lebenshungrige Fotomodell stand auf bekannte Männer und holte sich die ins Bett, die sie wollte. Apotheoretiker Rainer Langhans, die Musiker Jimi Hendrix und Mick Jagger, wohl auch Keith Richards, die Deutschrocker von Amundül und viele, viele mehr. Wir erfahren, dass es zu einem flotten Dreier mit David Bowie und Mick Jagger nicht gekommen ist. Aber sie traf auch allerhand Politprominenz aus der linken Szene, wie Fritz Teufel, Gunselmann, Horst Mahler, der heute rechts außen ist, und den Terroristen Holger Mainz. Für das hübsche Mädchen aus Sendling war alles nur ein Riesenspaß. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ausführlich berichtet sie in ihrem Buch über die Sex- und Drogenexperimente. Politik lässt sie im Großen und Ganzen außen vor. Kein Bekenntnis zur Aktivistenszene, aber auch keine Distanzierung. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Reflexion gehofft, aber die Bettgeschichten waren ihr wohl lieber. Und ich finde Uschi Obermeier als Modell attraktiv und ich hätte gerne mehr über ihre Arbeit mit großen Modefotografen gehört, aber das spart sie aus. Sie schreibt mehr, wie sie sich beim Shooting und in der Modelszene von New York gefühlt hat. Über die Arbeit als begehrtes Fotomodell schreibt sie kaum was. Es kommt ein wenig Helmut Newton zur Sprache, aber der Tiefgang hält sich in Grenzen. Der Leser erfährt, dass Helmut Newton kein Menschenfreund gegenüber seinen Modellen war. Ach ja. Das Buch hat einige schöne Bilder von Uschi Obermeier zu bieten, mal mit Klamotte und mal ohne. Und ja, Uschi Obermeier war eine schöne, schöne Frau. Der zweite und größere Teil des Buches geht um die große Liebe von Uschi Obermeier. Dieter Bockhorn. Bockhorn war ein typischer Lude, ein Mitglied des Hamburger Kiez. Als Nachtclubbetreiber machte er sich einen Namen auf der Hamburger Reeperbahn und er war ein ganzer Kerl in den Augen von Uschi Obermeier. Im Grunde war der Typ voll auf Droge und Uschi folgte ihm, verfiel ihm nahezu. Die beiden gingen auf ausgedehnte Reisen mit einem umgebauten Bussen durch Pakistan, durch Afghanistan, durch Indien. Und dort heirateten sie auch rituell, was sie selber nie als echte Heirat empfand. Die Reisegeschichten, muss ich zugeben, lesen sich flüssig und interessant. Vor allem, wenn das Schlitzohr Bockhorn seinen Stoff über die Grenze schmuggelte. Einmal sogar in Person eines Bundeswehroffiziers. Für mich ist die Liebe Obermeiers aber ein schrecklicher Typ. Aber manche Frauen fühlen sich wohl zu solchen Typen hingezogen. Bockhorn betrug Obermeier, schlug sie auch und dennoch war sie ihm hörig. Nach den Drogen folgte der Alkohol und es kam zum Zusammenbruch. Er starb bei einem Motorradunfall in Mexiko und hinterließ seine gebrochene Uschi Obermeier. Absolut schockiert hat mich sein Verhalten gegenüber einem 14-jährigen Kind mit Namen Nadine. Zitat: Ich ficke die nur ein, Zitat Ende, sagte Bockhorn in dem Buch von Obermeier. Ich finde sowas verabscheuungswürdig. Und auch Uschi Obermeier war auf ihren Typen sauer, distanzierte sich aber nicht von diesem Kinderschänder. Und das Fazit? Uschi Obermeier wollte viel, wollte raus aus dem Trott und Mief. Und das hat sie gemacht. Sie hat sich das genommen, was sie wollte und wartete nicht darauf, dass es ihr die Männerwelt zuteilte. Damit hat sie ihren Beitrag zur Emanzipation in Deutschland geleistet. Und das ist wohl am Ende auch ihr Verdienst. Wie gesagt, das Buch ist nicht unbedingt große Literatur.
Es ist interessant zu lesen, es gibt einen guten Einblick in die 60er und 70er Jahre. Es gibt einen Einblick in eine Frau, die viel erreichen wollte und dann vielleicht gescheitert ist, je nachdem, was man von ihr halten will. Mir gefällt diese Geschichte mit dem Kinderschänder überhaupt nicht. Und aber an einem Tag hat man es durch und wenn man es irgendwo mal findet, wie bei mir in einem Bücherschrank, nehmt es mit und schaut euch die Bilder an. Wenn es euch gefallen hat, liket oder abonniert den Kanal Redaktion 42. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Danke.